Wie sind so die Bedingungen hier in Lagos, im Kaskad? Ja, ich glaube, wenn man jetzt den ersten Tag oder den ersten Vormittag jetzt mal nimmt, ich glaube, was man sagen kann, Hotel ist gut, ja, Plätze, ich war 2016 schon mal in Wolfsburg hier, wusste, dass die Plätze normalerweise in gutem Zustand sind, haben wir auch genauso angetroffen, Wetter spielt mit, aber das ist jetzt auch zweitrangig. Ja, wichtig ist, dass wir optimale Trainingsbedingungen haben und die finden wir vor. Was haben Sie sich vorgenommen für diese Woche, für diese 5 Tage? Ja, es geht ja darum, dass wir uns ein bisschen einschwören jetzt auf die Rückrunde, auf das gemeinsame Ziel, was wir haben. Dann darüber hinaus klar an diesen Dingen arbeiten, die uns gerade so zum Ende der Vorrunde nicht ganz so gut gelungen sind. Kompaktheit herstellen, ja, gegen den Ball in höherem Tempo anlaufen. Das sind so die Geschichte, was gegen den Ball angeht, mit Ballbesitz. Versuchen ein bisschen ruhiger wieder zu agieren. Da sieht man, da sind wir immer ein bisschen hektisch, finden nicht immer die beste Lösung. Das sind eigentlich so die Hauptschwerpunkte. Ein bisschen in Athletik natürlich noch zu machen. Wir haben noch knapp 2,5 Wochen Zeit bis zum ersten Spiel. Da können wir auch die Woche noch gut nutzen, auch im läuferischen Bereich noch das eine oder andere zu machen. Und das sind eigentlich so die Kernpunkte. Eine letzte Frage noch von mir. Was planen Sie so abseits des Platzes? Da ist eigentlich nicht so viel geplant dieses Mal, weil dafür ist die Zeit dann auch kurz. Ja, wir haben am Donnerstag noch ein Spiel, ja, werden dann am Samstag ja schon nach Basel fliegen zum zweiten Spiel. Von daher wird da abseits des Platzes nicht so viel geplant sein.